Willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um the most and least attractive male Hobbies. Also die Hobbys, die dich für Frauen am wenigsten attraktiv machen oder am attraktivsten machen. Sehr interessanter Artikel hier von Date Psychology. Kann ich nur empfehlen, die Seite sehr gut statistisch basiert, machen sehr viel auf Datengrundlage und erklären das auch sehr gut. Das heißt, sehr zuverlässige Daten hier. Wir gucken uns heute aber nur Charts an, keine Sorge, das ist immer sehr interessant. Also gucken wir uns mal an, was dich als Mann für Frauen am attraktivsten macht, wenn es um Hobbys geht. So, am Anfang habe ich hier The Most Attractive Male Hobbies und ich muss aufhören, in Englisch zu switchen. Das liegt daran, dass ich einen zweiten Kanal habe, wo ich ein bisschen englischen Content mache. Und wenn ich Englisch lese, dann switche ich da auch automatisch ein bisschen rüber. Wir haben die Top 15 Most Attractive Hobbies to Women und wir können hier mal sehen, an der Top-Position, gewotet mit 98,2% der Frauen, die befragt wurden, ist Reading, also Lesen. Und das ist ja auch deswegen interessant, weil du diese Sachen natürlich auch, offensichtlich solltest du sie nicht auf dem Date erwähnen, wenn du es gar nicht machst. Aber wenn du hier ein Hobby dabei hast, das dein Hobby ist, dann macht es vielleicht Sinn für dich, davon auch auf dem Date zu erzählen oder das vielleicht in dein Online-Dating-Profil mit einzubauen, was du natürlich auch machen kannst, gerade wenn es um das Thema Online-Dating geht. Also ich empfehle ja nicht grundsätzlich Online-Dating sein zu lassen, auch wenn es viele Probleme damit gibt. Aber ich empfehle einfach alles mitzunehmen. Das wäre sowohl Frauen im Alter kennenzulernen, als auch Online-Dating, als auch Frauen zum Beispiel in sozialen Situationen oder im Freundeskreis kennenzulernen. Meiner Meinung nach optimalerweise kombiniert man einfach alles miteinander. Könntest du zum Beispiel Fotos haben, auf denen du eines dieser Hobbys zeigst, oder könntest du es auch in deiner Profilbeschreibung haben, denn wir wissen, Frauen lesen Profile tendenziell mehr als wir Männer das tun. Wir haben Reading, also Lesen an erster Stelle. Da geht es natürlich nicht darum, dass du in deiner Profilbeschreibung schreibst, ich lese gerne, so wie das in jedem Wer bist du Tagebuch aus der dritten Klasse drin stand. Lesen, schreiben und mit Freunden treffen, sondern das Ganze vielleicht ein bisschen ausführst und sicherlich geht es auch ein bisschen darum, was man liest. Das wurde jetzt aber hier nicht weiter spezifiziert. Also Lesen, sehr interessant, finde ich interessant, dass es so weit oben ist. Dann fremde Sprachen, okay. Das sehe ich auf jeden Fall, ist ja auch eine Sache, die man in der Beschreibung sehr gut angeben könnte, ein Instrument spielen. Hier könnte man ein cooles Foto machen mit sich selbst und einer Gitarre, meine Gitarre hier im Hintergrund, die du vielleicht ganz leicht sehen kannst. Aber auch das kann man natürlich wieder angeben. Kochen, auch wenig überraschend. Woodworking, also Holzarbeit, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich gut, auch das könnte man in Form eines Fotos gut präsentieren. Painting, also Malen, also alles, was in diese künstlerische Richtung geht. Wir haben darunter Schreiben. Wenig überraschend, würde ich sagen, hätte ich jetzt auch so gedacht. Gardening, also sich um den Garten kümmern oder im Garten arbeiten, sehr interessant, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Schwimmen. Schwimmen wird sich auch als eines der attraktivsten sportlichen Hobbys herausstellen. Das mag vielleicht daran liegen, das ist so eine Idee von mir, dass Schwimmer eigentlich immer eine sehr gute Figur haben. Fotografieren, keine große Überraschung. Ich glaube, das ist ein sehr attraktives Hobby, über das du auch sehr einfach mit Frauen in Kontakt kommst. Ich habe einen Kollegen, der viele Fotos macht und der auch viele Models kennengelernt hat, einfach dadurch, dass er ein Fotograf ist. Wir haben Astronomie. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe auch viele Frauen getroffen, die immer in dieser ganzen Sternzeichen-Geschichte unterwegs sind. Dann Wandern, Bogenschießen ist hier sehr weit oben und Blacksmithing, also Schmieden. Und dann ist, also Schmieden ist über Reisen. Also Reisen hätte ich deutlich weiter oben erwartet. Und Reisen ist natürlich so eine Sache, die man sowohl in der Beschreibung als auch im Profilfoto sehr gut darstellen kann. Also wenn du Schmied bist oder Bogenschießt, dann ist das sehr gut für dich. Sehr überraschend, also Bogenschießen und Schmieden finde ich ja wirklich sehr überraschend. Aber okay, so sei es. Und dann haben wir hier What Hobbies Men Think Women Find Most Attractive. Okay, also das sind die attraktivsten Hobbys und das ist, was die Männer gedacht haben. Das Instrument sehr weit oben ist, keine große Überraschung. Schwimmen, Reisen, genau, Reisen hätte ich auch weiter oben erwartet. Hiking, Cooking, Foreign Languages, Reading, Painting, Writing. Dass die Blacksmithing und Archery weiter unten platziert hätten und Astronomie auch. Aber ich sag mal so, die Männer und was sie hier gedacht haben, liegt jetzt nicht so weit mit dem auseinander, was die Frauen sich hier vorgestellt haben. Die wenigsten attraktivsten Hobbys, die Hobbys, die am wenigsten attraktiv sind, Comicbücher, also sehr unattraktiv. Ich glaube, alles, was in diese Richtung geht, und man sieht das auch hier, ne? Cosplay, MTG, Magic, The Gathering, Anime, dass das alles nicht besonders interessant ist, ist, glaube ich, klar, weil man immer so ein bisschen, wenn man diese Sachen im Kopf hat, so Nerds im Kopf hat. Und ich glaube, diese Assoziation machen Frauen, wenn sie sich Comicbücher vorstellen oder Männer, die was mit Comicbüchern zu tun haben, Cosplay, Debating, also Debatten,
debattieren. Interessant, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich finde, das zeugt natürlich auch von Intelligenz, wenn jemand debattieren kann. Aber wahrscheinlich geht es auch ein bisschen darum, dass du mit niemandem in Kontakt sein willst, der ständig das Gefühl hat, Recht haben zu müssen. Trinken, das macht sicherlich Sinn. Das finde ich auch bei Frauen im Gegenzug sehr unattraktiv. Make-up bei Männern, okay. Das debunkt vielleicht so ein bisschen die Idee, dass Männer mit Make-up und Röcken auch super attraktiv sind. Klar, ist halt irgendwie eher was Feminines. Dann Krypto und Zigarren. Okay, Zigarren ist vielleicht auch ein bisschen dem Andrew Tate-Phänomen geschuldet. Aber Krypto, ja, macht sicherlich auch Sinn. In den Club gehen, Marihuana. Funko ist wieder in diese Comic-Bücher-Geschichte einzusortieren. Arguing online. Was ist arguing online? Also online sozusagen debattieren oder online Argumente, könnte man sagen, Pornos. Gambling und die Manosphäre, also sowas wie Red Pill und sowas. Okay, interessant. Keine große Überraschung hier. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass diese Comic-Bücher, Cosplay-Sache, Magic, The Gathering und solche Sachen sehr weit oben stehen. Ich glaube einfach, weil da dieser Zusammenhang besteht, dass man sich irgendwelche Nerds vorstellt. Und ich als jemand, der auch gerade in dieser Kartenspielszene unterwegs bin, kann das auch irgendwie so bestätigen, dass in dieser Szene auch viele Männer unterwegs sind, die man klassischerweise in diese Nerd-Kategorie rein kategorisieren würden. Top-Hobbys von den Männern denken, dass Frauen sie nicht mögen. Clubbing tatsächlich an Stelle 1, Drinking, Cigars, Cosplay, also all diese Krypto-Manga, MTG-Sachen, Gambling, alles ein bisschen weiter unten. Funko zum Beispiel, Männer hätten gedacht, Clubbing wäre weiter oben, aber ich glaube, das ist keine Riesenüberraschung hier, wenn wir uns hier die Verteilung ansehen, aber auch hier wieder, wenn du jetzt zum Beispiel dein Online-Dating-Profil oder auch vielleicht deine, in Personen, der jetzt optimieren will, sind das vielleicht Sachen, die du nicht direkt präsentieren möchtest. Gleichzeitig musst du dir natürlich immer die Frage stellen, wenn Comicbücher jetzt deine große Leidenschaft sind, ist das denn wirklich irgendwas, was du verstecken willst? An irgendeiner Stelle würdest du es wahrscheinlich sowieso oder würde eine Frau das dann wahrscheinlich sowieso mitkriegen. Das kann man so oder so sehen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, es ist wichtig für mich, das früh zu präsentieren, damit ich halt die Frauen aussortieren kann, die darauf keinen Bock haben. Oder du könntest der Logik folgen, dass wenn die Frau ein bisschen mehr Zeit mit dir verbracht hat und dich schon ein bisschen generell mag, dass dann die wahrscheinlich, dass sie erfährt, du bist total into Comicbüchern, nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Das heißt, man kann das Ganze so oder so sehen. Da muss man, glaube ich, für sich selbst entscheiden, wie man das sehen will. Attraktive Hobbys bei Klasse oder Kategorie. Hobby, wir haben hier Funko, unattraktive oder Nerd-Hobbys. Funko, Crypto, Anime, hier ist nochmal so eine Kategorie quasi. Magic the Gathering, Cosplay, Comicbooks. Runter hier zu Reading. Ich weiß nicht genau, warum Reading hier so unten ist. Oder Models bilden, also sowas wie Warhammer, würde ich mal vermuten. Das ist ja auch Wargaming, ist, glaube ich, das Gleiche. Oder ist Wargaming nicht sowas, wo man, Wargaming ist, glaube ich, sowas, wo Leute sich treffen und dann in der Realität so Ritterspiele und sowas, würde ich jetzt glauben. Magic Tricks auch relativ weit oben. Habe ich auch vorhin gemacht, Dungeons and Dragons Stamps. Jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein. Briefmarken sammeln, okay, also alle ziemliche Nerd-Hobbys, aber hier oben Crypto als Nerd-Hobby würde ich gar nicht in diese Kategorie mit reinpacken, aber interessant, dass es hier gelandet ist. Also alles, was in diese Richtung geht, auf jeden Fall sehr unbeliebt bei Frauen und sicherlich nicht etwas, was du unbedingt, gerade auf Online-Dating-Profilen würde ich sagen, in den Vordergrund stellen solltest. Athletische Hobbys, die Attraktivität von athletischen Hobbys, Schwimmen ist hier ganz oben, das ist jetzt keine große Überraschung, das haben wir eben schon mal gesehen, Wandern auch, das, denke ich, macht mehr Sinn, haben wir oben auch schon mal gesehen, Kanu fahren, Climben, also Klettern, wir haben Skifahren, Surfen und Scuba Diven, also Tauchen. Surfen ist natürlich auch keine große Überraschung. Ich glaube, das ist so auch eines der sportlichen Hobbys, das man sich als sehr attraktiv für Frauen vorstellt. Playing Sports im Generellen, Sport machen. Riding, Bicycle, Fencing, also Fechten. Okay, Bodybuilding ist relativ weit unten. Ich glaube, da stellen sich Frauen dann oft diesen total übertriebenen Bodybuilder vor, der nur im Fitnessstudio rumhängt. Ich glaube, obwohl Bodybuilding als, gut, Bodybuilding muss man natürlich auch nochmal vom klassischen Ich gehe ins Fitnesscenter unterscheiden, weil das sind natürlich nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber obwohl Bodybuilding hier so weit unten ist, ist es natürlich eine der besten Sachen, die du machen kannst, weil es dich körperlich sehr attraktiv macht. Dann kannst du natürlich auch einfach schwimmen gehen, nur würde ich sagen, wenn es darum geht, einen athletischen Körper zu bauen, ist wahrscheinlich das oder der Gang ins Fitnessstudio die bessere Wahl, als schwimmen zu gehen. Boxing, MMA, Golf, Yoga, also das Ganze ist hier nochmal, weil ich hätte Golf tatsächlich weiter oben erwartet. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen, das wäre jetzt meine Vermutung davon ab, welche Frau das bewertet. Ich kann mir vorstellen, dass Frauen aus gewissen Geldkreisen, also ich glaube, Frauen, die ein bisschen mehr Geld haben, Golf vielleicht attraktiver finden, weil das in den Kreisen ein bisschen mehr vertreten ist. Ist jetzt
so meine Hypothese, muss jetzt nicht so sein. Yoga, okay, würde ich auch eher so als feminines Hobby wahrnehmen, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Dann haben wir artistische Hobbys hier nochmal als Kategorie zusammengefasst. Ein Instrument spielen ist relativ weit oben, glaube ich, keine große Überraschung. Lässt sich schön auf Online-Dating-Profilen darstellen, wenn du denn eins hast. Da ist Singen wahrscheinlich das schwierigste Instrument, was ich darstellen kann, wobei du auch da mit einem Mikrofon das Ganze sehr gut machen könntest. Hier ist nochmal Holzarbeit, Malen, Schreiben, Fotografie, Blacksmithing, Making Films, okay, auch wieder was sehr Künstlerisches, keine große Überraschung. Leatherworking, Arbeit mit Leder, I guess. Tanzen, relativ weit unten. Tanzen hätte ich auch deutlich weiter oben erwartet. Theater, Building Models und Cosplay ist sehr weit unten, das haben wir eben schon mal gesehen. Was sind Weiß-Hobbys? Die Unattraktivität von männlichen Weiß-Hobbys. Weiß-Hobbys? Manosphere, Gambling, Porn, Arguing Online, Marihuana, Cigars, Drinking, Watching TV, Videogames, okay. Videogames relativ weit unten im Vergleich zu anderen Sachen. Auch keine große Überraschung, dass Videogames und TV-Gucken sehr weit unten ist. Finde ich gleichzeitig bei Frauen auch nicht besonders attraktiv, also auch keine Sache, die du besonders hervorheben solltest. Hier nochmal die Kategorie kulturelle Hobbys. Lesen haben wir schon gesehen, ist sehr weit oben. Politik ist, das ist viel weiter unten, als ich jetzt persönlich gedacht hätte, aber das könnte auch wieder damit zusammenhängen, dass es in Politik viel um Argumente geht, viel ums Debattieren, und wir haben ja schon gesehen, dass das nicht so ganz auf der Agenda der Frauen steht. Dann Survival Hobbys, also Hobbys, die was mit dem Überleben, Survival Nische zu tun haben. Kochen ist hier sehr weit oben, wobei es daher auch nicht um das Survival Kochen geht, sondern um das klassische Kochen zu Hause. Jagen hier sehr weit unten, Fischen und Schießen sehr weit unten, Laufen. Okay, ich weiß gar nicht, ob, wenn man eine Frau fragen würde, wie attraktiv du Laufen findest, die Laufen im Sinne, okay, man könnte es in diese Survival-Hobbys-Kategorie reinklassieren. Ich hätte es, glaube ich, eher in die Sport- oder athletische Kategorie reinklassiert. Camping, Canoeing, Swimming, auch hier wieder Swimming passt irgendwie nicht so ganz in Survival-Hobbys in meiner Wahrnehmung. Aber auch nochmal interessant zu sehen, dass Jagen hier relativ weit unten steht. Male Martial Arts, also Kampfkunst-Hobbys. Auch hier wieder Fechten, Boxing und MMA sehr weit unten. Ich glaube, auch das ist eine große Überraschung. Ich glaube, viele Männer haben die Wahrnehmung, dass das hier deutlich besser bei Frauen ankommt und haben auch so Boxfotos auf ihren Profilen. Eignet sich dann vielleicht nicht ganz so gut. Fechten wäre besser. Riding, also Fahrradfahren und Bogenschießen anscheinend, was auch immer es mit Bogenschießen auf sich hat. Warum Bogenschießen so attraktiv ist, mir nicht ganz klar, aber so sei es. Zumindest was diese Daten hier zeigen. Male Consumer Hobbys, haben wir wieder hier Readen, auf Konzerte gehen, Arcaden-Videogames, Videogames, TV schauen, hier Marihuana und Clubbing ziemlich weit unten. Male Misc Hobbys, was auch immer das ist. Mechanics, also was Mechanisches machen, hier relativ weit oben. Playing Pool, also Billard spielen. Motorräder fahren, gar nicht so weit oben, ungefähr auf der gleichen Höhe wie Bowling. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte, von diesen Sachen wäre Motorradfahren sehr weit oben. Magic Tricks, ja, Zauberei relativ von unten, keine große Überraschung. Sexunterschiede in der Wahrnehmung von Male-Hobbys, was die Attraktivität angeht. Largest Sex Differences in Perceived Hobby Attractiveness. Wir haben hier zum Beispiel sowas wie Dungeons and Dragons. Females finden das sehr unattraktiv, und ich glaube, man kann das Ganze so interpretieren, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstehe. Wenn Männer zum Beispiel Dungeons and Dragons spielen, dann würden hier roter Balken 50% der Frauen das nicht attraktiv finden, im Gegensatz zu Männern, die das bei Frauen nur ungefähr, was ist das jetzt hier? Ich weiß nicht, 12% würden das nur nicht attraktiv finden. Demnach würden auch Frauen Videospiele bei Männern deutlich mehr unattraktiv finden als bei Männern. Also hier sehen wir sozusagen die Kategorien mit dem größten Unterschied. Wenn Frauen Briefmarken sammeln, fänden Männer das nicht so schlimm, genauso wie wenn Frauen Dungeons & Dragons spielen. Hier Männer würden zum Beispiel Frauen, die Motorräder fahren, das würden die... Ah, okay, ich vermute, das ist... Ist es Attraktivität? Männer finden es attraktiver, wenn Frauen... The take-home from its chart is that women perceive many hobbies as more attractive than men think that women do. There are only two exceptions where men over-perceive women's attraction to male hobbies in riding motorcycles and boxing MMA. Ach so, das bedeutet, wie Männer gedacht hätten, dass... Ah, jetzt verstehe ich das. Das heißt, dieser schwarze Balken repräsentiert sozusagen, was Männer gedacht haben, wie attraktiv Frauen das finden. Und der rote Balken ist, wie attraktiv das Frauen wirklich gefunden haben. Das heißt, Männer haben gedacht, und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, hier nochmal der Vergleich, Männer haben gedacht, dass Motorradfahren für Frauen deutlich attraktiver ist, aber es ist nur so attraktiv. Und hier haben zum Beispiel Männer gedacht,
gedacht, dass Frauen Dungeons & Dragons viel unattraktiver finden würden, als Frauen das dann am Ende des Tages wirklich gemacht haben. Das haben wir ja eben schon so ein bisschen sehen können. Das heißt, hier so ein bisschen nochmal Zusammenfassungen. Hier sieht man andere Kategorien, die da nicht so weit auseinander gelegen haben anscheinend. Female Attractive Ratings versus What Men Think Women Find Attractive. Wobei ich dann nicht verstehe, warum hier Bicycles, achso, das ist Bicycles, hier ist, das ist ja gar nicht Motor, das ist ja gar nicht, Motorradfahren. Okay, und hier sieht man nochmal die Kategorien, wo Männer Wahrnehmungen und das, was Frauen wirklich nicht gut fanden, auch am meisten mit übereingestimmt haben. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Ich werde diesen Artikel hier, Data Psychology Empfehlung, in die Diskussion, in die Beschreibung packen, falls du das selber nochmal anschauen möchtest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die hier auch eine Verlinkung zum originalen Datenset drin haben. Das ist ja immer sehr interessant. Also hier ist nochmal eine kleine Sache geschrieben zu dem Sample Set, also zu der Datenlage. 804 Teilnehmer, 48% waren Female. Das ist relativ viel auf jeden Fall. Genau, also ich weiß nicht, ob hier ein direkter Zugang zu den Daten ist. Das ist ja meistens auch nicht der Fall. Wäre natürlich cool. Scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Ich verlinke das Ganze nochmal, falls du dir das selber angucken willst und dein Online-Dating-Profil dementsprechend ein bisschen ausgestalten möchtest oder vielleicht auch diese Hobbys dann, wenn du sie auch hast, in einem Date mit einer Frau ein bisschen in den Vordergrund stellen möchtest. Das wäre auf jeden Fall eine nicht unkluge Sache zu machen. Aber lass mir über den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Was sind vielleicht Hobbys, die du hast, die hier mit drin sind oder die du vielleicht nicht hast, die du aber sowieso gerne mal machen wolltest. Was man natürlich auch machen kann, auch als vielleicht kleine praktische Empfehlung hier, ist, dass man einfach mal was ausprobiert aus dieser sehr attraktiven Nische. Das bedeutet ja nicht, dass du das jetzt zu deinem Hobby machen musst, sondern du könntest ja auch mal zu einem Swimmingkurs gehen oder zu einem Hiking-Treff in deiner Stadt. Gibt es ja auch immer viel vom Unisport. Du kannst zum Unisport gehen, auch als Nicht-Student, und dann zum Beispiel da mal zu einer Wandergruppe gehen. Da werden sich dann vielleicht auch ein paar Frauen finden, die das grundsätzlich attraktiv finden. Das wäre auch eine Idee. Eben bedeutet ja nicht, dass du dann im Nachhinein das auch zu deinem Hobby machen musst, aber es kann ja auch cool und interessant sein, mal verschiedene Dinge auszuprobieren, und vielleicht findest du ja auch ein neues Hobby, das für dich interessant ist. Lass mir in den Kommentaren wissen, was du dazu denkst und was hier vielleicht auf deiner Liste dabei ist und was vielleicht du auch schon in deine Online-Dating-Profile, wenn du das gemacht hast, eingebaut hast. Aber wie gesagt, es empfiehlt sich sehr, solche Sachen in Online-Dating-Profilen zu präsentieren, in Fotos, in der Beschreibung, wenn das denn auf dich zutrifft, und andere Sachen vielleicht ein bisschen außen vor zu lassen, wenn das auf dich zutrifft. Schön, dass du hier warst. Lass mir in den Kommentaren wissen, was du denkst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.